ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Olli und Tom. Hello, Rock'n'Roll und herzlich willkommen zur heutigen Folge des MKN Küchenschnack. Hier ist der Tom. Und hier ist Olli. Ich bin bei Bobs Gastro in Augsburg. Und wir werden heute mit Bob und mit Christian über das Franchise reden. Wir werden über die Projekte reden, die hier angestanden sind und die vielleicht auch noch anstehen. Und dafür laden wir euch heute ganz herzlich ein hier beim Küchenschnack. Tom, ich bin erstmal begeistert hier von der Location, wenn ich die Jungs da sehe. Also ich weiß, dass manchmal verspricht so ein Aussehen schon Erfolg, ja. Und das war euch definitiv der Fall. Und ich möchte sagen, weißt du eigentlich, was wir beide 16 Jahre gemeinsam erlebt haben und dann, ja, wie war das, drei lange Jahre nicht mehr gemeinsam erlebt haben? Das ist die Internorga in Hamburg. Und wenn diese Folge erscheint, dann kommt uns ab morgen besuchen, Leute. Kommt auf den Stand. Kommt in die Halle B6. Wir sind da. Wir machen sogar so ein bisschen Taram-Tata. Also kommt gerne vorbei am Stand von MKN. Wir freuen uns. Wir sind natürlich auch zugegen. Ne? Was bringst du denn mit Hamburg Internorga in Verbindung, Olli? Ja, ich müsste kurz zurückgehen und mein Buch holen, wo ich das alles niedergeschrieben habe. Ich glaube, die Internorga erzählt so unfassbar viele Geschichten, dass es natürlich auch unheimlich viel Arbeit, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist gerade für mich im Norden ist das meine totale Leitmesse. Alle meine Kunden sind da. Dann muss man sich aber auch vorstellen, dass alle Kollegen auch da sind. Ja? Und da gibt es ja nicht nur die Tagesveranstaltungen, sondern auch Abendveranstaltungen. Also du weißt selber, wir könnten Bücher schreiben. Wir könnten jetzt anfangen und wären heute Abend noch nicht fertig mit den Geschichten. Genau. Aber darüber werden wir mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen tiefer reingehen. Bevor wir jetzt starten, gebt uns die 10 Sekunden Zeit oder nehmt euch die 5 Sekunden Zeit. Geht kurz auf den Spotify-Player, auf den Apple Podcast-Player oder auf YouTube und folgt dem Küchenschnack. Drückt ein kurzes Like oder gebt die Sterne. Es tut nicht weh, aber es bringt halt einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und vor allen Dingen das Schöne ist, ihr bekommt jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, automatisch die Information, dass die neue Folge da ist. Für alle, die gefolgt haben, und das sind in den letzten Folgen einige mehr geworden, sagen wir natürlich auch herzlichen Dank. Ja, jetzt Schluss mit Werbung. Jetzt geht es um euch beide, um Chris und Bob. Du bist heute zu Chris und Bob gefahren nach Augsburg, richtig? Augsburg. Wie ist die richtige Bezeichnung? Bayern ist generell, ich weiß, ist komplett verkehrt, ne? Ist das Pfalz oder? Pascho. Okay. Ja gut, who the fuck is Bob? Bob ist mein Spitzname, wo mittlerweile am Ausweis steht und mein Vorname. Und so kreativ waren wir früher nicht. Wir haben eine kleine Pilsnerbe aufgemacht und die hat einen Namen gebraucht. Dann haben wir einfach vorne Bob drauf geschrieben, ne? und so ging es dann los. Ne? Aber geboren wurdest du mal als Stefan? Ja, genau, ja. Geboren wurdest du als Stefan. Wo sind wir denn hier? Wo bin ich jetzt hingefahren? Klärt mich mal kurz auf. Also das ist jetzt Bobs erste Filiale gewesen, nachdem er entschieden hat, die kleine Pilsnerbe ist doch nicht so gut für sein Leber und alles. Ne? Fiel irgendwann die Entscheidung, hier ein kleines Café aufzumachen. Ja. Café ist auch schwierig gewesen, war halt auch nicht so wirklich das Geschäft, was er dann machen wollte. Und wir sind jetzt hier in der Bobs Rock'n'Bowl Filiale. Das war die erste Rock'n'Bowl Filiale in Augsburg, die wir mittlerweile sehr, sehr erfolgreich und unglaublich voller Enthusiasmus betreiben. Und unser Rock'n'Bowl Konzept ist eben das auch, mit dem wir in der Zukunft wachsen wollen. Und von wie vielen Mitarbeitern können wir jetzt im Moment ausgehen? Also trotz Corona und allem, wie viele sind da momentan am Start? Wir waren ursprünglich 2019 mal bei 450. 450? Ja, und sind aber jetzt aufgrund Corona natürlich und aufgrund des, sage ich mal, wir sind auch vom Umsatz her noch weit weg von 2019, ne? Sind wir bei ungefähr wieder bei 380 bis 400 sowas. Wobei man sagen muss, fest angestellt. Mit Aushilfen. 150. Ja. Genau. 150. Das sind Studenten und Aushilfen. Ja. Ja, da werden wir dann auch noch mal ein bisschen drauf reingehen.
Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, in Augsburg. Hier unten ist ein Edeka-Markt. Ich schaue hier schon auf Poster. Sommer am Kiez. Da spielen ein paar Bands, die mir auch geläufig sind. Da werden wir dann auch noch mal ein paar Worte drüber verlassen oder werden wir noch drüber unterhalten. Aber wie ihr das ja schon angedeutet habt, es gibt ja nicht nur einen oder zwei Standorte, sondern es gibt eine ganze Menge Standorte. So wie das gerade schon gesagt hier Bob's Rock and Bowl in Gersthofen, in Hauenstetten, Ingolstadt, Hammerschmiede, Fürth und München. Dann haben wir Bob's Fast Food und Slow Food in Oberhausen, Hauenstetten und im Pumpenwerk München, Pasing. Bob's Punk Rock und Bierbar in Augsburg. Ja. Und dann gibt es natürlich noch so, ich sag mal, kleinere Objekte oder Franchise, die Brezenhütte, Box im Eishockeystadion. Wenn ich hier auf deine Mütze schaue, sehe ich auch die Panther schon leuchten, ne? Die Floßländer und den Kiezkiosk. Genau, wobei die Floßländer gar nicht so klein ist. Ne? Da große Terrasse, Treppen, da sind am Sonntag so 300, 400 ja. Leute vor Ort. Ne? Also ja. Das macht schon Spaß. Bob, einmal eine Frage von mir. Ich war noch nie irgendwo bei euch drin. Wie würdest du deine Lokalitäten beschreiben? Was macht euch aus? Was ist speziell bei euch? Bei uns so eine Mischung. Ne? Das ist eine Mischung aus so einem... Ich mag mir nichts vergleichen, ne? Weil irgendwie ist alles so entstanden durch Zufall. Ne? Aber wenn man es beschreiben sollte, dann ist es eine Mischung aus einem Hardrock-Café, einer urigen alten Holzofen-Pizzeria, gepaart mit dem gestaubten alten Billardcafé-Image aus den 80er und das alles ein bisschen so zusammengewürfelt und das ist ja alles dem geschuldet, ne? Weil wir haben ja nie Geld gehabt, das haben wir heute noch nicht übrigens. Und dann sind wir die Ladenbauer kommen und die wollten immer Mods Kohle haben. Und dann haben wir, hey, das brauchen wir nicht. Und dann sind wir ins Sozialkaufhaus gefahren am Anfang und haben da die Möbel gekauft und da haben wir irgendwie unseren eigenen Touch bekommen. Immer aus der Not geboren, weil wir waren immer die Ärmsten, weil wir so viel zum Leben brauchen, weil wir so viel Party machen und saufen und einfach das Leben genießen. Ne? Wir wollen nicht sparen auf Schnickschnack, ne? Und ja, Rock'n'Roll. Bevor wir jetzt einsteigen, bloß mal ganz kurz von der Aufgabenteilung her. Ne? Du bist das Gesicht, du bist der Inhaber. Und Chris, was ist deine Aufgabe? Ich mache Unternehmen, also ich bin zu Bob gekommen vor 6 Jahren. Und wir haben im Endeffekt diese Struktur, die wir jetzt im Backoffice haben mit unseren Leuten, die praktisch ja den Job operativ machen. Wir haben ja operativ eigentlich gar nichts mehr zu melden. Wir dürfen ab und zu vielleicht noch was sagen. Aber wir haben operativ wirklich ganz, ganz tolle Leute, die für uns in den Betrieben schauen, dass alles läuft. Ich kümmere mich federführend um den Einkauf, die Beschaffung, das ganze Thema PR und so, dass wir jetzt heute zusammen hier sitzen, diese Themen betreue ich mit. Eine ganz wichtige Person, die ist jetzt momentan gar nicht mit dabei, ist die Sabine, das ist die Frau von Bob, die wirklich, ne? Genau, ja, und auch operativ einfach uns den schaut, dass einfach alles funktioniert. Also Marketing, Sabine macht hauptsächlich Personal. Das ist die schwierigste Aufgabe, was es gibt. Ne? Wenn man so viele Leute hat, so viele Charaktere und die Leute dann besänftigen und Krisengespräche motivieren. Und, also das ist schon ein Knüppeljob, ne? Personal. Was heißt bei euch Slow Food / Fast Food? Ja, das ist mal entstanden, die Idee. Wir haben dann so eine kleine Gasthausbrauerei übernommen. Und wenn du am Montag oder Dienstag zu uns reinkommst, da ist nicht so viel los, da kann das Essen auch mal nach 10 Minuten am Tisch sein. Am Wochenende dauert es länger, wenn viel los ist, da dauert es mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und um den allen von weg zu gehen, ne, da die Gäste immer meckern, hä, wo ist denn das Essen? Dann sage ich, nee, heute ist Slow Food. Das war eine andere Interpretation. Ja. Und wenn manche sagen, oh, das ging aber heute schnell, dann sage ich, ja, heute war Fast Food. Ne? Also ist so ein bisschen aus dem Daily Business rausgeworden. Ja, Abend mit dem Bier. Ne? Ja. Und wie so vieles. Wie so vieles. Ne? Heute früh kriege ich auch einen Anruf um 8. Du, Bob, du kommst heute schon, was ist denn los? Ja, heute ist ein Küchenschnack mit MKN. Dann habe ich gesagt, wir brauchen keine Küchenmöbel, die kannst du selber kaufen. Schick mal das Angebot. Da habe ich erst kapiert, was los ist. Weil normal stimmt die Uhrzeit nie auf. Ja. Aber dafür machst du es bis jetzt ganz gut.
Da gibt es noch einen anderen Slogan, den habe ich gelesen in Pasing im Pumpenwerk. Da steht richtig fett, also jeder, der dort reinkommt, liest den als erstes. Da steht drüber, wir hassen Mikrowellen. Was steckt dahinter? Wir haben einfach keine Mikrowellen. Bei uns gibt es in keinem Betrieb eine Mikrowelle. Diese Mikrowelle steht für Aufheizen von irgendwelchen Convenience-Food und alles. Und wir wollen frisch kochen, wir wollen unsere Pizza frisch machen und alles. Und deshalb gibt es keine Mikrowelle bei uns in keinem Betrieb. Unser Steckenpferd ist unsere Pizza, Holzofenpizza, handgezogen. Wir ziehen alle Pizzen mit der Hand, Teig selber gemacht. Und was ist der totale Gegensatz zum Holzofen, ist die Mikrowelle. Ne? Wir haben uns für einen alten Holzofen entschieden, wir haben da so alte Bausätze, da dreht sich auch kein Teller, nichts. Ne? Wir backen die Pizza wie in Italien vor 100 Jahren, so richtig oldschool. Und da hat einfach eine Mikrowelle bei uns keinen Platz. Vielleicht nochmal, Olli, ganz kurz zum Chris, dass man das ein bisschen kapiert noch jetzt auch für die nächsten Fragen. Was bist du ursprünglich gelernt? Ich komme aus der Hotelbranche ursprünglich. Aber bist Bin gelernter Hotelfachmann. Nee, bin gelernter kein Koch. Gelernter Hotelfachmann. Habe natürlich während meiner Ausbildung schon einen Teil in der Küche verbracht, aber bin kein gelernter Koch. Nee. Aus der Erfahrung her waren New Jersey Leute, die hatten immer richtig Lust, in der Küche zu arbeiten. Das war immer so eine Lieblingsaufgabe. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ehrlich? Dann bist du ja eine Ausnahme. Ja, ich war aber damals auch in München in der Sterneküche und habe da wahnsinnig viel machen dürfen. Und normalerweise durften die Hofer-Lehrlinge da immer nur Pfifferlinge putzen, den ganzen Tag. Zuckerschoten putzen, genau, etc. Aber ich durfte da relativ viel machen und darum hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich wollte nur sagen, Chris hat in Tibet das erste 5-Sterne-Hotel als Co. In Lhasa aufgemacht. Ne? Wo war das? In Tibet, in Lhasa. Ach, wirklich? Ja. Ja, genau. Ich bin dann nach dem Studium, ich habe internationales Hotelmanagement in Den Haag studiert und wir wurden dann alle so von der Universität abrekrutiert. Und ich hatte dann die Chance, da eben als Intern dann ein halbes Jahr das Hotel zu eröffnen. Okay. Absoluter Wahnsinn. Hattest du vor, eine internationale Hotelkarriere anzustreben? Ja, ich habe dann auch eine relativ internationale Karriere gemacht, aber in China. Und war dann fast 5 Jahre in China und für Starwood tätig. Ja. Wow. Das ist eine Geschichte. Wir haben gerade einen alten Kollegen von mir hier, kann man ja auch mal verkünden, Tom. Der Achim Herderich, der war hier auch schon zu Gast bei uns im Küchenschnack und der ist auch in Australien gewesen, Neuseeland und Fidschi-Insel und so weiter. Und er ist jetzt gerade aktuell General Manager geworden vom Sheraton in Melbourne. An dieser Stelle, Achim, wenn du zuhörst, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite hier. Tolles Hotel, ja. Und ein guter Kumpel von mir, der auch in der Küchenbranche umgegangen ist, ist im Urlaub geflogen jetzt, 5 Wochen. Mhm. Und gestern schickte mir ein Foto von ihm und diesem Achim Herderich in Australien. Er sagt, ich helfe ihm gerade beim Umziehen. Irgendwie über Airbnb haben die sich gefunden. Also das ist Gastronomie, das ist einfach nur krank. Verrückt, oder? Komplett verrückt. Ja. Aber Bob, ist das Grundvoraussetzung, dass du in Tibet 5-Sterne-Hotels eröffnest, um beim Bob anzufangen? Oder? Wir stellen nur die Besten ein, ne? Weil selber können wir nichts. Klar. Ja, muss man denken. Und was bist du gelernt oder was ist dein Ursprung? Also ich bin ja gelernter Gas- und Wasserinstallateur. Okay. Ich habe mit 15 eine Lehre angefangen, die habe ihn auch durchgezogen. Ne? Bin bei der Oma aufgewachsen, ne? da gab es das nicht zu gehen. Ja. Und am ersten Tag, 2. September 1985, bin ich dann mit dem Mofa da in die Werkstatt gefahren und am 2. September Abend um 17 Uhr habe ich gewusst, das ist nicht meins. Okay. Und dann habe ich es 3,5 Jahre durchziehen müssen, habe nachher wieder aufgehört und habe dann ein bisschen gejobbt. Dann habe ich mal 6 Jahre gar nichts gemacht. Ne? Also Wind im Urlaub, Rucksack, Südamerika und im Sommer ein bisschen gejobbt. Und mit 26 habe ich dann, wenn ich arbeiten muss, dann mag ich ausschlafen, ne, und mag abend Bier trinken. Ne, und da gibt es nicht so viele Jobs. Und dann habe ich die Kneipe aufgemacht. Ne, 1996. Ja, und sehe, was draus geworden ist. Ja. Da habe ich nochmal 10 Jahre Pause gemacht. Da habe ich nur 10 Jahre die Pilzkneipe gehabt, ohne einen einzigen Angestellten. Was hast du gehabt? 10 Jahre was? Die Pilzkneipe. Pilzkneipe, das war ein Saufloch. Ja. Das war legendär. Ne. Und dann habe ich 10 Jahre ohne Angestellte, ohne 450, 27 Quadratmeter, war eine Doppelgarage, war da drin gestanden, bis ich 36 war und habe das Leben gefeiert, aber richtig. Ne? Und dann habe ich nach 10 Jahren gedacht, boah,
jetzt muss ich irgendwie den Absprung schaffen. Ne? So hast du 6 Jahre gar nichts gemacht, dann 10 Jahre nur Party, jetzt wäre ich seriös. Und dann kam die Geschichte, wo der Chris gesagt hat, mach ich mal Kaffee auf hier, Kaffee ist doch nicht so toll, und dann Bowling, dann Billard und Pizza, und dann ging es los. Ne? Eigentlich bin ich ein Spätzünder. Ne? Ich habe hier Leute, den Spruch muss ich jetzt bringen. Er hat mit einer Bretterbude angefangen, um den Kater vom Saufen zu überstehen. Er hat einen Kaffee dazu aufgemacht. Achtung, Zitat: Alkohol ist eine von den Plagen, die wir nur im Suff ertragen. Also macht er das Kaffee auf, um den morgendlichen Kater besser bekämpfen zu können. Ist Ja, das richtig? so ähnlich, ja. Na gut, jetzt machen wir mal den Sprung zum Seriösen. Jetzt hat sich Bob entwickelt und da hast du gemerkt, ich habe irgendwas, was Leute geil finden, sage ich mal. Ne? Chris kam dazu und auch noch ein paar andere Leute kommen mit dazu. Und jetzt habt ihr plötzlich angefangen, ich nenne es jetzt mal einfach ein Franchise zu entwickeln. Ne? Also es gibt mehrere Objekte, wie wir sie jetzt gerade vorgelesen haben. Wir machen jetzt ein neues Objekt auf. Wo ist im Prinzip, oder wie hat sich das entwickelt? Habt ihr das erkannt oder hast du das erkannt, dass da eine Nachfrage dabei ist? Oder wie muss man sich die ersten Schritte vorstellen? Wir sind dabei, ein Franchise momentan zu machen. Aktuell sind alle von uns geführt, die Läden. Wir haben keinen, doch ein haben wir, Betreibermodell. ein Betreibmodell haben wir in Gersthofen, einen großen Gasthof. Wir machen nicht nur Bobs, ne? Wir machen auch Läden, wo dann nicht Bobs draufsteht, und mit unserer Struktur hinten betreuen wir die. Aber wie sind wir drauf gekommen? Eigentlich, also das Franchise-Konzept, ist eigentlich erst richtig gewachsen in der Corona-Zeit, weil wir da viel Zeit hatten, um einfach uns Gedanken zu machen, hey, wenn das ganze Zinnober mal vorbei ist, und irgendwann wird es ja vorbei sein. Ich hoffe, toi, 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 dass es jetzt vorbei ist. Ich weiß es noch nicht, aber wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze multiplizieren, ohne dass wir die ganze Zeit, und es ist einfach wahnsinnig viele Arbeit, diese Station Stores selber zu machen, sodass wir praktisch uns Betreiber suchen, Franchise-Nehmer suchen, die dann unter unserer Marke Bob's Rock'n Bowl das Produkt einfach nach draußen bringen und auf den Und das Markt Produkt bringen. ist was? Rock'n Bowl. Dieses Bob's Erklär das Rock'n'Bowl. bitte. Also dieses Bob's Rock'n'Bowl ist im Endeffekt, wir bezeichnen das eigentlich immer so als Abenteuerspielplatz. Ne? Das ist für jedermann. Wir haben in unseren Bob's Rock'n'Bowl immer 6 Bowlingbahnen. Wir haben Billard, wir haben Kicker, wir haben Dart, wir haben teilweise Flipper. Wir haben einfach alles, was man für den coolen Nachmittagabend braucht, kann man bei uns machen. Wir haben Gäste, die kommen teilweise am Wochenende um 17 Uhr und gehen um 23 Uhr oder um 0 Uhr raus aus unseren Läden, weil wir einfach auch das geschafft haben und diesen Charakter vermitteln, dass man bei uns essen kann, man kann Spaß haben, man kann diesen Spielcharakter haben und nicht so wie diese alte eingestaubte Bowlinganlagen, wo es halt nur Chicken Nuggets aus der Fritteuse gab und so weiter, sondern wir machen frische Holzofenpizza, es gibt Salate, es gibt Burger. Und ja, Vegetarisch wächst, habe ich auf der Karte gelesen. genau, und diese Kombination hat einfach dazu geführt, dass wir eine sehr, sehr hohe Verweildauer haben. Die Gäste sind sehr lang bei uns, nicht so wie in der typischen Gastronomie, wo man essen geht und nach 2 Stunden ist man spätestens wieder weg, sondern wir haben eine sehr gute Verweildauer und die Leute haben einfach wahnsinnig viel Spaß bei uns. Das gepaart mit der Rockmusik, wo man heutzutage auch nicht mehr überall hört, ne? Das ist halt einfach, ja, das hat uns dazu gebracht, dass wir überhaupt nachgehen. Denken, das Ganze zu multiplizieren. Also wenn man zu uns reinkommt, ne, dann denkt man zuerst, ne, man ist eher in einem Restaurant, Industrie, Stadl-Style, und dann erst nachher sieht man, ah, da hinten ist ja noch Bowling, ah, da hinten kann man noch Billard spielen. Ne. In so normale Billard-Locations kommt man rein und wird erschlagen von den Kugeln, und alles ist bling, bling, bam, bam, bam. Das ist bei uns nicht so. Man geht rein, ganz smooth, und dann kommt Rockmusik, dann sieht man die Tische, dann setzt man sie hin, und dann erkennt man eigentlich erst, hey, das ist ja mehr wie ein Restaurant. Ne? Und wenn das Essen kommt, ist es auch anders wie in normalen Bowlinganlagen. Wir haben keine Chicken Nuggets aus der Fritteuse, wir haben keine Pommes. Wir werben auch in ein paar Läden mit Bowling ohne Frittenfett. Ne, weil wir halt viel halt dann handwerklich sauber machen. Ne. Wir machen nichts Besonderes, aber das Einfache, was wir machen, das wollen wir so richtig gut wie möglich machen. Ne. Schön. Wir können nicht Firlefanz und Schnickschnack. Wir machen einfache Hausmannskost, bisschen mediterran angehaucht, ganz einfach,
aber gut, wie bei der Oma. Hört sich sehr modern und innovativ an, auf jeden Fall. Ne? Ich finde das auch gut, die Zeiten sind noch vorbei, dass man da irgendwo dieses frittierte Zeug, vielleicht möchte man doch einfach Spaß haben und auch was Geiles, Gesundes essen. Ne? Jetzt ist aber eine Sache, ihr sucht dann wahrscheinlich neue Pächter für dieses Franchise-Modell und das muss natürlich, wir alle kennen, wir haben viele Kunden, die Franchise betreiben. Und derjenige, der das initiiert, der möchte natürlich auch, dass sein Charakter und sein so wie er sich das vorstellt, da so eingehalten wird. Ja? Wie ist das mit eurem Pächtern? Lasst ihr den freie Hand oder gibt es da ganz klare Leitplanken? Nee, also wir haben anhand dieses Franchise-Konzepts, das wir jetzt eben entworfen haben, auch natürlich ist das immer auch ein sehr, sehr starkes Vertragswesen, das da anhängt, ganz klar geregelt, welche Musik dort läuft, was gibt es dort zu essen, wie schaut die Ausstattung aus. Die Ausstattung, da ist Bob prädestiniert dafür, der hat da das Händchen, der hat das Feeling. Wenn er in so einen Raum reingeht, weiß er ganz genau, wo kommt da was hin und so weiter. Und da gibt es von uns ganz klare Richtlinien und die müssen eingehalten werden, weil wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir unser Konzept und unsere Marke nicht verwässern. Und die Musik kommt demnächst aus Kiel. Ja. Von wem denn? Aus Kiel? Wir machen eine Kooperation mit Radio Bob. Ne? Die sitzen ja teilweise in Kassel und teilweise ja, genau. In Kiel, ne? Der Radioverbund. Die machen uns jetzt einen eigenen Stream angepasst für Bobs und in jedem Bob kommt dann immer dieselbe Musik. Ne? Geiler Radiosender, und, Radio Bob. Denn auch noch Radio Bob. Also, pass auf, jetzt muss ich mal ein bisschen vorblättern, weil die letzte Frage vor unserem Finale wäre eigentlich gewesen, wie oft wurdet ihr mit Radio Bob schon verwechselt und wie oft wurdet ihr auf Radio Bob angesprochen? Das ist unglaublich. Also diese Stories mit dem Radiosender, das ist echt Wahnsinn. Wir sind ja viel unterwegs, dann steigen teilweise Leute ins Auto ein und dann kommt, bei uns läuft dann viel Radio Bob und dann sagen die, ihr seid total verrückt, jetzt habt ihr auch noch einen eigenen Radiosender. Ja, und natürlich die Überschneidungen sind krass, ne? Wie man Bob schreibt, ne? Die Schrift ist gleich, Rockmusik, gleiche Musik. Und jetzt haben wir uns ein bisschen angenähert wie Jahre, ne? Und jetzt haben wir gesagt, hey, das müssen wir miteinander jetzt ein bisschen machen. Und unsere Festival machen jedes Jahr, wird es von Radio Bob promotet. Und dann haben wir gesagt, ja du, was kostet das? Ne? Gibt es einen Preis? Dann hat Radio Bob gesagt, lass mal stecken, ne? Wir können jetzt irgendwie ja zusammen. Ne? Und dann, hey, das kann nicht sein. Das hat da nie jemand gegeben, auf mir kein Geld wollte, wenn es irgendwie um Werbung geht. Und ja, das ist, da entsteht gerade eine tolle Partnerschaft. Aber wer war zuerst, das Huhn oder das Ei? Also kann man das gar nicht so sagen? Oder? Nein, es muss, also Radio Bob muss jünger sein als er. Ja. Also ich glaube, ihr wart früher auf dem Markt. Ja, also wir sind seit 96 Bobs. Ja, ne? ja, viel früher, viel früher. Da gab es noch kein Radio Bob. Ne? Nein. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich höre auch viel Radio Bob. Mhm. Besonders, also ich finde auch, dass die im letzten anderthalb Jahren nochmal eine absolute Trendwende hingelegt haben. Nochmal auch mehr in meine Richtung. Nicht so dieses klassische Rock, sondern da kommt ja auch mal ein bisschen härterer Rock. Mhm. Und die haben sich noch mal ein bisschen mehr spezifiziert, finde ich persönlich. Und deshalb höre ich die auch mehr. Aber mir ging das schon immer so, dass ich immer gedacht habe, Bob, jetzt machst du Bob Restaurant und Bob Radio, das müssen doch zusammengehören. Ja. Ne? Und die Schrift ist auch gleich, ne? Das ist aber so Zufall entstanden, ne? Keine Wahnsinnig Ahnung. Viele Gemeinsamkeiten, ja. Ja. Und jetzt gibt es tatsächlich, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so ein bisschen Stress gibt, dass die sagen, scheiße hier, ihr nehmt unser Ding, aber da gibt es eine Kooperation also, sogar. Wir wollen sowieso grundsätzlich keinen Stress. Wir sind sehr friedvolle Menschen. Und wenn wir dann einen Radiosender haben, der auf dem Papier auch wirklich, ich glaube, der ist mittlerweile der größte Rocksender Deutschlands. Warum sollten wir mit so einem Sender Beef haben wollen? Im Gegenteil, wir wollen ja das Beste. Die können Radio machen, wir können Restaurants machen. Und es ist am Ende des Tages ja immer ein Geben und Nehmen. Und also in dem Bereich steht da in keiner Art in irgendeiner Konkurrenz zueinander, sondern im Gegenteil. Also, ihr beide tut euch ja gegenseitig gut. Genau, wir können jetzt profitieren von deren Reichweite, was die Promotion für unser Festival betrifft. Und auf der anderen Seite kann Radio Bob davon profitieren, dass ihre Jingles und alles bei uns in den Restaurants läuft. Und wir haben ja dann doch eine große Anzahl an Gästen, die vielleicht noch nie Radio Bob gehört haben. Und vielleicht schalten sie dann im Radio, wenn sie im Auto sitzen oder sowas, auch mal auf Radio Bob um. Ne? Und davon können die dann profitieren. Ihr schreibt auf eurer Website, aber da geht noch was. Das heißt, es geht weiter. Sucht ihr neue Standorte? Wollt ihr es hier mal verkünden, oder? Ja. Also wir machen jetzt zwei Läden auf. Wir machen dieses Jahr zwei Läden auf. Wir machen jetzt im Mai
in Augsburg ein Objekt, auf das uns sehr am Herzen liegt, wo die Brauerei, wir der Brauerei ein bisschen unter die Arme greifen. Ist ein reines Biergarten. Ihr dürft die Brauerei sagen. Die Brauerei Torbräu, das ist unsere Liebe, unser Herzstück, wo wir alle unsere Biere kommen von der Brauerei Torbräu. Wir haben keine Brauereiverträge, außer ein Objekt in München, wo wir mit der Brauerei praktisch Bezugsverpflichtungen haben. Ansonsten fahren wir in alle unsere Betriebe, sogar nach Ingolstadt, sogar nach Fürth, die Biere aus Augsburg von der Brauerei Torbräu. Und wir werden auch dieses Jahr noch ein weiteres Rock'n'Bowl eröffnen. Wir gehen das erste Mal aus Bayern raus und werden in Baden-Württemberg ein Objekt eröffnen. Das wird in der Nähe von Heidenheim sein. Und wir haben selber auch eine kleine Brauerei. Ne? Wir haben eine Gasthausbrauerei. Mittlerweile wird das Bier in Lizenz gebraut. Wir haben einmal das fucking Rock'n'Roll Pale Ale, sehr lecker. Und einmal das Santa Marta Cerveza. Das steht auch auf euren genau. Autos drauf. Wenn ihr das nächste Mal den Podcast abends macht, dann könnt man jetzt eins probieren. Okay. Was hat das mit abends zu tun? Ja, Tom, trink doch mal ein Bierchen. Wir stellen die mal hier hin. Ja? So, fein. Machen wir noch ein bisschen Werbung nebenbei. So soll das sein. Ja, geile Sache. Also allgemein eure Website, ne? Die ist ja auch sehr übersichtlich und dieses mit diesen Standorten, ne? Das leuchtet ja, da geht noch mehr. Also da wirst du auch angefixt, immer mal wieder drauf zu schauen. Ne? Allgemein Social Media, Instagram, Facebook-Seite aktiv, Website. Was mich ein bisschen, oder was ich ein bisschen nicht ganz verstehe, ist, es gibt einmal Mein Bobs als Website, aber jeder einzelne Standort hat eine eigene Website nochmal. Ne? Ja. Also es gibt dann eben Bobs Pumpenwerk und Bobs... Auf Facebook meinst du jetzt, oder? Ja, auf Facebook. Aber auch wenn du auf die Website gehst, wirst du ja immer umgelenkt auf die einzelnen Stellen. Ne? Ist das, um das eigene Objekt ein bisschen zu pushen dann und vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal zu sehen? Oder? Ja, ich glaube erstens mal, also wir machen jetzt auch viel, was die Digitalisierung betrifft, natürlich mit Reservierungssystemen und so weiter. Die Speisekarten ist wichtig, dass die Gäste natürlich in den einzelnen Locations die Speisekarten anschauen können. Ist die überall gleich? Es gibt immer regionale Unterschiede. Mhm. Also wir versuchen immer, das Stammsortiment gleich zu halten. Aber es gibt zum Beispiel in unserer Punkrock-Pizzeria, die ihr vorhin genannt habt, gibt es ein paar Pizzen, die nicht so ganz jugendfrei sind vom Namen her. Die können wir dann jetzt bei unseren Familienbetrieben, so wie hier, nicht auf die Karte schreiben. Ne? Die können wir nur in den Betrieben machen, wo wir reines Abendgeschäft haben, wo wir sicher gehen können, dass keine Kids mit reinkommen. Da haben wir die Viagra Potente noch, ne? Das alles drauf verspitzt macht. Ne? Spargel, Ei und Artischocken. Artischocken. Das machen wir auch noch in unserer Punkrock-Pizzeria. Ne? Wo ist die Punkrock-Pizzeria? Das ist im Herzen der Stadt, ne? Ja. Genau in der Mitte, neben dem 5-Sterne-Hotel gegenüber. Ehemalige Hotel Drei Mohren ist ja umgenannt worden in Maximilians. Ja. Und da sitzen wir wie so ein Stachel im Arsch, genau nebendran. Ne? Und drüber machen wir jetzt ein Hostel rein. Ne? Das wird auch ganz spannend. Ne? Wir werden es dann vielleicht nennen Hotel Drei Ohren. Und die haben ja 5 Sterne und wir werben mit 0 Sterne. Ne? Das kommt jetzt. Ne? Das erste Rock'n'Roll Hostel, glaube ich, oder Hotel. Mit 0 Sterne. Allgemein, glaube ich, in Deutschland. Ne? Hotel. Mitten in der Stadt, ne? Weil es sowas. Assi, geiles, mitten in der Stadt, wo eigentlich Mieten ja sehr teuer sind. Das feiern wir, ne? Das feiern wir wirklich. Super. Ja, ihr habt was los, merkt man. Aber Tom, ich glaube, wir müssen das erste Mal so ein US-Beep über so ein paar Sachen legen, weil wir haben ja auch durchaus Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch noch nicht ganz volljährig sind, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar haben wir in der gesamten Branche ein bisschen das Problem, schon vor Corona gehabt mit Personal oder Personal zu finden, gerade so in der Gastronomie, gerade so in der Festanstellung. Gerade die Köche sind sehr, sehr rar gesehen. Dann kam Corona, haben wir nochmal so 20-40% verloren, ja, die komplett aus der Branche weg sind. Und jetzt habt ihr, da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt, also ihr habt das so gemacht. Frage 1, wie ist die Situation im Moment bei euch? Frage 2, was macht euch besonders? Und Frage 3, ihr macht Bewerberpartys. Was ist das? Also, bei uns ist es nun auch nicht prickelnd. Ne? Wie gesagt, da setzen wir alle miteinander in einem Boot.
man muss mehr suchen, ne? Man muss mehr sich rühren, man muss einfach mehr dafür tun, ne? Dass man coole Leute findet. Ne? Und wenn man vorher schon immer der Kopf in den Sand steckt und sagt, hey, ich will kein Personal und einen auf die Tränendrüse drückt, verstehe ich nicht. Ne? Einfach mehr tun, dann kommen auch die Leute. Ne? Man muss einfach umtriebig sein und ja, Gas geben. Ne? Was tun wir dafür noch? Ne? Wir haben den Vorteil, ne? Jeder, der wo Rock'n'Roll hören will, der kommt dann lieber zu Bobs, bevor er in einen anderen Laden geht und diese Mucke hören muss. Wie stelle ich mir so eine Bewerberparty vor? Ja, überhaupt im Generellen nochmal zu dem Thema Bewerber. Das hat sich natürlich alles geändert. Ne? Diese Zielgruppe, die da jetzt kommt, die jetzt nachrückt und eigentlich den Job in der Gastronomie antreten wollen, die schauen auf ganz andere Sachen. Die wollen auch ganz anders angesprochen werden, als das früher der Fall war. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr unser Frühjahrs-Marketing-Budget komplett auf Mitarbeitersuche, Marketing für Mitarbeitersuche ausgelegt. Ne? Wir haben Radiowerbung gemacht, wir haben Sachen gemacht, die wir vorher gar nicht machen mussten oder vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht haben. Das Thema Bewerberparty, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir einfach gesagt haben, hey, diese Studenten, die wieder in die Stadt kommen, die neu in der Stadt sind, die müssen wir direkt abholen, die sollen zu uns kommen, kriegen sie ein Bierchen, kriegen eine Pizza und dann greifen wir die ab und sagen, hey, ja, wir sind eine coole Firma, ihr könnt bei uns Spaß haben und könnt bei uns noch Geld verdienen. Ne? Und das ist ja für die Studenten jetzt auch wahnsinnig wichtig. Die waren in der ganzen Corona-Zeit, wir haben auch keine Aushilfen beschäftigen können, teilweise nicht dürfen, aufgrund der Kurzarbeit-Thematik. Und die waren natürlich gebeutelt von der ganzen Situation. Ne? Die haben keinen Job gehabt, mussten trotzdem ihre Miete bezahlen. Und da heißt es jetzt wieder, wir müssen schauen, dass die Gastronomie trotzdem wieder ein attraktiver Arbeitgeber ist und dass die wieder zurückkommen, auf das Thema Köche zu kommen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel schwerer. Aber es geht halt darum, den Job einfach wieder attraktiv zu machen. Ne? Durch die Arbeitszeiten, die nicht mehr so schlimm sind, wie es vielleicht vor 10 Jahren noch war, dass man 14 Stunden, 16 Stunden in der Küche stehen muss, dass man Küchen hat, die vielleicht Tageslicht haben. Ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe noch in der Küche ausgeholfen, da war kein Tageslichteinfall, da wolltest du gar keine 5 Stunden drin stehen. Ne? Also da muss man, glaube ich, viel machen in den nächsten Jahren, dass es wieder attraktiver wird. Also ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du halt beim Mediamarkt Saturn arbeitest, stehst du auch bis Samstagabend um 8 drin. Ja, genau. Ja? Und wenn du beim Rewe anfängst, hat er Samstag bis 22 Uhr teilweise auf. In anderen Bundesländern auch Sonntag. Ja, ja, genau. Also ich sag mal, und wir haben nun mal eine geile Branche, ja, steht außer Frage. Ne? Gastronomie ist eine geile Branche. Ja. Und wir haben halt nur, wir alle haben in den letzten Jahren viel Scheiße gebaut. Mhm. Ist halt einfach so. Und es ist jetzt wichtig, dass wir auch das erkennen. Und es gibt ja Ansätze von vielen, wir hören überall das Gleiche, um einfach zu gucken, dass wir das wieder zurückholen, weil andere Länder machen es uns vor. Ja. Ne? Guckt da die Franzosen, guckt da die Italiener Wahnsinn, an, die machen das anders. Zurück, die kommen alle wieder zurück. Da kommen wir aber auch wieder ins Spiel als MKN, wenn ich das jetzt mal so kurz erwähnen darf, denn wir bauen ja nochmal Küchengeräte und das hängt damit zusammen. Wir erleben das ganz oft, wenn du irgendwie einen Gasthof hast oder Restaurant, Hotel, und da war eine uralte Ranzküche drin. Das bringt ja auch keinen Spaß, ja, wenn du nach Fett stinkst, wenn das alles ekelhaft ist und so weiter. Dann hast du da eine neue Küche und du sprichst auch wieder ein ganz neues Publikum an, die in dieser Küche gerne arbeiten möchten. Ne? Und nicht nur Tageslicht, sondern auch die Technik spielt eine große Rolle. Ne? Und gesehen werden, das ist auch wichtig. Manche Köche, die wollen einfach auch mal gesehen werden zwischendrin. Ne? Und wir haben ja im Pumpenwerk eine relativ große Showküche, wo auch wir merken von den Geräten her und alles, den Leuten macht es Spaß, dort drin zu arbeiten. Und das ist wichtig. Ja. Nochmal ein kleiner Switchback zu der Musik. Rockmusik, braucht man nicht lange drüber reden, die wird hier gespielt, die muss auch gespielt werden. Was ist so das Genre, was am meisten läuft oder was ist so die Richtung, wo ihr da, der Musikstil, wo ihr am meisten Wert drauf legt? Punkrock. Also das in die Richtung geht's. Ja. Ja. Und wenn ich das mal jetzt vergleiche, wenn ich mich jetzt hier umgucke, wir sind jetzt hier im Store, ne? Also hier drüben ist es Office, hier hinten ist das Restaurant und wir sind jetzt hier im Store. Ihr seht es hinter uns, da hängen T-Shirts, da hängen College-Jacken, da hängt Merchandising. Ne? Welche Rolle spielt das, Vertrieb von solchen Produkten?
Mittlerweile versuchen wir halt unsere Marke, wo es geht, Präsenz zu zeigen. Das fängt mit T-Shirts an, wo unser Logo drauf ist. Das geht mit Feuerzeugen weiter. Das ist mit Pullis, mit Collegejacken, einfach wahnsinnig viele Sachen. Wir haben einen eigenen Wein, können wir auch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man da, ja. Aus Franken haben wir ein sehr gutes Weingut. Und es gibt ja da den bekannten Boxbeutel. Wir haben den umbenannt in Bobsbeutel. Der Postbeutel. Unser eigener Wein. Und die Kunst ist es, glaube ich, einfach, wo es geht, irgendwo die Präsenz der Marke zu zeigen. Wir haben ein eigenes Chiliöl. Wir haben ein paar Sachen, die für uns produziert werden. Und die verkaufen wir natürlich dann auch nicht Bobs nur in unserem. Bobsbeutel. Ich komme gar nicht drüber. Ja, Bobsbeutel. Und beim Reinkommen hast du mir so im Vorbeigehen gesagt, dass es sowas auch oft mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ne? Weil nochmal für die Zuschauer von YouTube, ihr seht das hier, da ist Che Guevara vorne drauf. Und das war nicht immer ganz einfach, oder? Da gab es auch mal Stress. Ja, ne? Mittlerweile haben wir das Logo angeglichen. Der Che Guevara ist nicht mehr drauf, ne? Obwohl das Bild frei ist. Aber wir haben politisch so viel Druck bekommen, weil es ein angeblich ein linksradikales Motiv ist und eine politische Aussage ist, und man soll ja unpolitisch sein, und wir sind ja im Stadion groß vertreten, ne? Wir machen mittlerweile das ganze Stadion Augsburg, Eishockey-Stadion, und ja, da hat dann die Stadt Augsburg dann unser Logo entfernen lassen müssen am Stadion, und darum haben wir uns vor 3-4 Jahren entschieden, das umzuändern, ne? Um einfach den Konflikt aus dem Weg zu gehen, das vom Anwalt schon so ein Ordner mit Briefen hin und her. Eigentlich ist gar keinem aufgefallen in Augsburg, ne? Weil die meisten haben eh gemeint, der Che Guevara ist Bobs, ne? Und dann ist eigentlich gar nicht groß aufgefallen. Und da hat man dein hocherotisches Konterfei das genommen, weil du so unheimlich geil aussiehst. Nein, und dann das stimmt gar nicht. Das ist ja das von meinem Zwillingsbruder. Ne? Echt jetzt? Ja, ich würde mir ein eigenes Logo da drauf machen. Ja, man kennt das ja, ne? Man kennt das ja, Hooters Amerika, In-N-Out-Burger, ne? Die versuchen die Sachen ja auch alle irgendwie cool an den Markt zu bringen. Es ist einprägsam, es wirkt cool, es wirkt locker. Entwickelt ihr das selber? Habt ihr eine Agentur im Auftrag? Oder wie entstehen die Ideen? Sind das deine Sprüche oder fällt dir sowas? Aber absolut ist das Pop. Da brauchst du die Frage gar nicht stellen. Bin ich mir recht sicher. Ja. Es steht meistens auch beim Bierlaune raus, ne? Und Ideen. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Da fällt ja so ein Spruch ein. Schreibst du dir den dann auf oder hast du irgendwie so ein Gehirn, dass du sagst, den. Oder rufst du dann Chris an oder schickst einen WhatsApp und sagst, Alter. Meistens passiert das schon auch in unseren Meetings. Also wir haben ja auch eine Marketingabteilung mit Grafik und allem. Wir machen alles selber. Wir haben keine Agentur, die für uns arbeitet. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig, weil unseren Stil, den kann eine Agentur gar nicht richtig rüberbringen. Das sind die viel zu steif teilweise dafür. Ne? Aber Bob kommt dann immer ins Meeting rein und sagt, ich habe da was aufgeschrieben, ich habe eine Idee. Und jeder weiß, okay, jetzt kommt wieder was. Und also so ist es dann. Ne? Und das ist aber auch meistens dann wirklich so, dass es wirklich einprägsam ist und dass wir es auch umsetzen. Also früher, wo eine kleine Kneipe waren, das war ja so eine Kult-Kneipe, 27 Quadratmeter Gastfläche, bis zu 80 Personen waren drin, wird heute gar mal gehen am Wochenende. Und dann habe ich mir hinten meine Ideen aufgeschrieben im Suff, aber am nächsten habe ich es nicht mehr lesen können. Mittlerweile ist es besser, ich muss schön leserlich schreiben, dass ich am nächsten Tag wieder weiß. Und da haben wir ja richtig, ach, da haben wir ja Deutschland sucht den Superrausch, haben wir mal gemacht. Kakerlakenrennen, Bayerns erstes Kakerlakenrennen haben wir veranstaltet, haben wir so eine Rennbahn aus Plexiglas gebaut und haben wir dann so die Kakerlaken da sausen lassen und ja, da haben wir schon viele witzige Sachen. Konnte man denn drauf wetten, ja? Ja, genau. Mit Wettbüro, ne? War cool. Ja, euer Merchandise hier, Tom war so nett und hat mal so einen kleinen Auszug geschickt, weil das passt so zu ihm. Ne? Ich sitze ja, ich mache ja mit ihm unheimlich viele Meetings seit vielen, vielen Jahren und er tut immer so, als ob er total interessiert zuhört. Dabei kritzelt er, kann man sein Buch bei euch rausholen, da kritzelt er Figuren und Donald Duck Figuren und was weiß ich, welche Muster auf sein kariertes Papier. Und ihr habt eine Karte, da habt ihr auch dieses karierte Papier und schreibt so mit Kugelschreiber drauf. Aber ganz witzig gemacht, Barry Bomb, Dark and Stormy, also entwickelt ihr selber, oder? Ja. Wo die Idee herkommt, das hat, glaube ich, sogar mal ein Grafiker gemacht von uns, der Fabian einmal. Ne? Genau. Wir haben also immer nur getackerte Speisekarten. Ne? Und dann haben wir auch schon mal
Ah, bei einer Werbung haben wir mal einen Liebesbrief geschrieben, ne? Da bisschen für Aufsehen gesorgt. Das ist in Fürth war das, ne? Und das war auch ein kariertes Papier und da kam das her, da haben wir geschrieben, magst du mich mit mir treffen und bei Kerzenschein und ich habe dich schon lange gesehen und also so einen versteckten Liebesbrief, wo es am Schluss sich auflöst und dann treffen wir uns bei Bobs, der macht am so und so vielten auf. Den haben wir 50.000 Mal drucken lassen in Blau und haben den in die ganzen Haushalte verteilt und das ist am Radio kommen, im Fernsehen kommen. Ne? Das waren, glaube ich, 6 oder 7 eifersüchtige Ehemänner dann vom Lokal. Genau, einer wollte mich gleich schlagen. Ne? Nein! Ja, ja. Die haben das nicht gecheckt, dass es so eine Grillerwerbung ist. Ne? Und dann steht der da: Ey, wer ist dieser Bob? Der hat ein Techtelmechtel mit meiner Frau. Und was will der von meiner Frau? Und der wollte auf mich losgehen. Und viele kamen auch mit dem Liebesbrief und haben dann die Person gesucht. Ja. Also, weil die Adresse stand drauf und alles, ne? Also unglaublich. Wir haben da, das hat wirklich wahnsinnig hohe Wellen geschlagen. Anscheinend im Frankenland sind die da auch nicht so entspannt. Ne? Nee. Das war da wirklich. Nee. Das ist am Radio auch aufgearbeitet worden. Ne? Mhm. Ist es eine coole Idee? Ist es eine schlechte Idee? Ne? Wir haben da eine riesen Werbung bekommen, auch noch von den Zeitungen. Und Wahnsinn, ja. Und sind dann gestartet, glaube ich, auf Google, muss man erstmal aufholen. Mittlerweile stehen wir 4,4. Wir geben viel auf unsere Rezension mit 25 Ein-Sterne-Bewertungen vor der Öffnung. Noch kein Bier verkauft, noch keine Pizza verkauft, aber erstmal 25 Einstellungen. Das könnt ihr dann nur mit eurem 0-Sterne-Hostel toppen. Ja, genau. Und das war das Erste, jetzt komme ich wieder zurück, auf kariert blau und dann haben wir es ein bisschen abgewandelt und dann ist die Karte da entstanden und die Das ist mittlerweile unsere eigene Schrift. Also wir haben das ist digital, ne? Das ist nicht mehr mit Hand geschrieben, sondern das ist eine eigene Schriftform. Genau. Ja. Und der Kaffeefleck, ist der von Tom oder ist der wirklich drauf? Der ist wirklich drauf. Lieber Gott, lass es ein Kaffeefleck sein. Ja. Ich wollte was anderes, das ist durchgefallen im Meeting, ne? Ja. Ja. Alles geht nicht durch. Also du hast schon ja noch ein Auge drauf, okay. Also auch ihr habt noch Grenzen, ja? Okay. Ich übernehme dann den spießigen Part. Ja, das ist wie bei uns im Podcast, macht der Olli immer. Nee, man muss halt die Kontenance halten, ne? Jetzt schaue ich hier rüber. Ich sehe, vom 1.7. bis 6.8. werden hier Sepultura, Kissing Dynamite, Turbo Negra, dritte Wahl, werden in Augsburg auftreten auf dem... Ich nenne es jetzt mal Festival, was aber 6 Wochen lang geht und das nennt sich Sommer am Kiez. Das promotet ihr, das veranstaltet ihr. Wie muss man sich das vorstellen? Also, unsere Leidenschaft ist Musik, ne? Punkrock. Ja. Und der Helmut-Haller-Platz ist, wo wir ein Lokal haben, eine Gasthausbrauerei. Und da ist unser Biergarten. Mhm. Das ist aus dem Biergartenfest entstanden. Ne? Da haben wir vor 5, 6 Jahren nochmal kleinere Augsburg-Bands gebucht und am nächsten Jahr schon ein bisschen regional größere Bands. Und ist eigentlich aus dem Konzertreihe ist es entstanden. Mittlerweile sind wir auch eine Woche auf einem großen Gelände. 10.000 bis 15.000 Leute, wo da Punkrock abfeiern. Dieses Jahr ist auch Skapé am Start. Skapé sind ganz oben, ja. Sind, sage ich mal, Südamerika und Spanien richtig, richtig groß. Ich bin Stadien. Ne? Wir haben exklusiv das einzige Deutschlandkonzert von Skapé dieses Jahr. Ne? Das ist mega, ne? Es sind ja auch Größen, ne? Also wer jetzt nicht so in der Szene unterwegs ist, aber ich habe Kiss and Dynamite, die habe ich mal hier auf dem Festival live gesehen, die bringen Spaß, die Jungs, ne? Die sind Granate. Ist zwar kein Punkrock, Punkrock ist eher so Metal, aber gut, also ein, sagen wir mal, für mich als Mainstreamer noch sehr gut hörbar. Genau. Seit Hatio Mortis wird dir bestimmt gut gefallen, dann, ne? Die machen so Mittelalter-Rock, sehr bekannt. Ja, genau. Skapé ist deine Lieblingsband oder eine deiner Lieblingsbands? Eine meiner Lieblingsbands, das ist halt die bekannteste und international die Top-Band. Meine Lieblingsband ist Dritte Wahl. Mhm. Wir sind Dritte Wahl. Genau. Du machst das T-Shirt. Naja, genau. Das ist jetzt eine provokante Frage. Ne? Ich weiß noch nicht, ob wir die so richtig beantworten können, aber gibt es einen Lieblingsstandort? Habt ihr ein Lieblingsobjekt? Ja, ja. Die Bretterbude. Die Bretterbude, der Ursprung sozusagen. Ja, der Ursprung. Ja. Also das ist nach wie vor im Herz drin und das wird auch...
Ja, das wechselt auch immer ein bisschen. Also man muss dazu sagen, wenn man dann ein Objekt neu aufmacht, dann ist eigentlich immer so das Objekt jetzt das Lieblingsobjekt. Wir haben letztes Jahr diese Floßlände da in Augsburg, ein wunderschönes Ausflugslokal direkt am Lech eröffnet, ne? Und wenn man da sitzt am Abend und man trinkt ein Bier in der Sonne, dann ist das einfach momentan das Lieblingsobjekt. Aber alle unsere Objekte sind einzigartig. Jeder Absolut. hat seinen eigenen Flair und jeder hat seinen eigenen Stil. Und es machen auch immer die Leute, die dort arbeiten, dann das Ja. Objekt einzigartig. Aber sind Ich alle toll. fahre auch oft in Ingolstadt vorbei, an dem neuen. Was war das früher? War das ein Supermarkt oder was war das zuvor? Ja, das ist so ein Thema, wo wir uns auch darauf spezialisiert haben, so ausgediente Supermärkte umzubauen. Das war ein alter Edeka-Supermarkt. Wir haben in Fürth einen alten Norma-Markt umgebaut. In Gersthofen haben wir einen alten Penny-Markt. Das ist immer von den Locations her, von was die Größe betrifft, ideal für uns. Wir haben Parkplätze, wir sind nicht direkt in der Innenstadt. Wir Mega. wollen nicht immer in der Innenstadt sein. Wir haben eine Rampe zum Anfahren für die Lieferanten. Es ist immer Super vom Idee. Setup super. Und da haben wir jetzt auch Kontakte, um da einfach diese wirklich ausgedienten alten Supermärkte, die nicht erweitert werden können. Da gibt es viele in Deutschland, weil auch die ganzen Discounter immer größere Wahnsinn. Märkte brauchen wegen ihren Backwaren und alles. Und da haben wir ein ganz gutes Standing, dass wir diese Dinger umbauen und dann eben ein Rock'n'Roll draus machen. Was für ein tolles Konzept. Und erlaubt mir oder erlaubt uns bitte die kurze Frage, ist ja der MKN Küchenschnack und ihr sitzt ja da mit Tom, meinem Pendant aus dem Süden, zusammen. Ihr habt in Pasing, München, eine komplette MKN-Küche eingebaut. Seid ihr zufrieden? Ja, es wäre jetzt natürlich fatal, wenn wir sagen würden, nein. Aber Nee, nein, hau raus. der erste Punkt ist, man merkt einfach, dass es Qualität aus Deutschland ist. Ne? Wir haben ja in anderen Küchen auch Produkte, die dann größtenteils aus Asien kommen oder sage ich jetzt mal, aus anderen Gefilden. Und wenn man dann sieht, wie die Verarbeitung ist, wie das Handling ist der Geräte und alles, dann muss man wirklich sagen, das ist noch Qualitätsarbeit aus Deutschland und macht den Köchen, ich selber habe noch nie drin gekocht, aber es macht den Köchen auch wahnsinnig viel Spaß, mit diesen Eben Geräten zu zu arbeiten. arbeiten. Und wir Pasing haben wir aufgemacht, glaube 2019, April. ich, ja, vor 4 Jahren. Ne, da hat man schon einige Lokale. Ne, und ich habe ja vorhin gesagt, wie es mit den Möbeln bei uns gelaufen ist früher. Und dann waren wir im Meeting gesessen. Bob, jetzt bist du so weit, jetzt brauchst du mal was Gescheites, haben sie gesagt. Okay, und dann habe ich mich breitschlagen lassen, aber es war die richtige Entscheidung. Ne. Jetzt haben wir was Gescheites und wir sind wirklich happy, dass wir was Gescheites haben und Es ist auch ein bisschen unser Stil, als diese Anfrage zu mir reinkommt. Ich muss sagen, ich kannte euch als Gast. Ich wusste, was Bob's ist. Und als die Anfrage dann reinkam, war das natürlich auch so ein bisschen eine Herzensgeschichte, so ein bisschen, ne? Aber es ist halt ein bisschen unser Stil, dass wir dann nicht, dass es der erste Weg zu dir oder zu irgendjemand war und gesagt hat, ah, übrigens, ne, ich kenne dich, so nach dem Motto, sondern wir haben das über einen Fachhändler ja ganz gut im Hintergrund geplant und haben uns eigentlich dann erst im Nachhinein, habe ich mich so ein bisschen zum Erkennen gegeben, habe gesagt, übrigens, ich weiß ungefähr, was ihr Ja, macht. du bist dann, glaube ich, zur Einweisung gekommen und Genau, ich habe die so. Einweisung gemacht und dann und was bei mir so ein Aha-Effekt ist, und das muss ich jetzt nochmal so ein bisschen, weil das ist so einprägsam gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein altes Pumpspeichenwerk in Backsteingebäude. Ja? Und ist ja mehr oder weniger kernsaniert worden. Das Ding war ja durch, war ja alt. Und dann wurden die Wände gemacht. Und ich habe mich immer gedacht, was machen die für eine Scheiße da? Was ist das? Warum sind da überall so Vierecke an den Wänden drin? Bis ich dann gemerkt habe, ihr habt ein System entwickelt oder ihr habt einen Partner gefunden, der Konzertplakate an Wände malt oder ran, wie darf man das beschreiben? So, also das Ist kein Hexenwerk, wir putzen einfach die Bilder ein. Ne? Wir drucken Bilder aus, ne? Meistens alte Konzertplakate, ne? Und dann werden die einfach an die Wand gelegt, wo wir sie halt für cool finden. Und danach kommt der Putzer und der putzt dann die ein, dass sie dann quasi unter dem Putz rausschauen. Ja. Kein Hexenwerk. Das sieht so, also es sieht nicht aus wie aufgeklebt, sondern es ist halt wie, ich sag mal, fast Aber wie gemalt. es haben auch schon viele versucht, es zu kopieren und die können es aber nicht kopieren. Also Das wollte ich gerade sagen. es sollen alle einfach bleiben lassen. Ja.
Tom, mach mal ein Bildchen für mich. Bitte. Ja, ja, das ist, man sieht es auch im Internet, wird ja auch viel verlinkt und sowas, also ja. Ist immer wieder geil. Und ich weiß nicht mehr genau, welches war, aber es war ein Konzert dabei, wo ich selber war. Und das hat natürlich dann so einen Aha-Effekt. Ja. Es ist auch immer ein Erkennungsmerkmal, wenn man zu uns in die Filiale kommt und man sieht dann diese Stilistik, wie der Laden aufgebaut ist, dann ist es ja immer gut, wenn man dann erkennt, hey, das muss ein Bob sein, weil dafür ist er bekannt. Ja. Bevor wir zu unserer Lieblingskategorie kommt, die euch sicherlich sehr gut gefallen wird heute. Eine letzte Frage, weil das haben wir so, das zieht sich bei unserem Küchenschnack so ein bisschen durch, Thema Social Media. Ihr bespielt die Wiese. Wie wichtig ist das für euch geworden? Oder merkt ihr da eine Resonanz? Könnt ihr darüber auch akquirieren? Wie ist das für euch? Also ich glaube, Social Media im Generellen, Bob hat es vorhin angesprochen, wir fangen natürlich an mit unseren Bewertungen, die auf Google für unsere Gastronomien getätigt werden von unseren Gästen. Das hat für uns einen wahnsinnigen Stellenwert, weil man einfach auch relativ gut und schnell sehen kann, wenn irgendwas in dem Laden im Argen läuft. Ne? Wenn wir mal 5 schlechte Bewertungen bekommen bei Google und man hört dann in den Laden rein oder wir bekommen aus dem Operativen da irgendwie Rückmeldung, dann sieht man relativ schnell, wo die Problematik ist. Und bei Google die Bewertungen, es gibt natürlich immer jemand, der aus Frust bewertet oder aus Konkurrenzdenken bewertet, da darf man da nicht so viel drauf geben. Aber wenn es wirklich Bewertungen sind, dass es drin heißt, hey, Essen war kalt oder die Bedienung hat lang gedauert, es hat lang gedauert, bis wir bedient wurden oder sonstiges, kann man relativ schnell sehen, ob es in dem Laden problematisch ist. Genau, und immer wenn sie schreiben, es hat zu lange gedauert, dann schreibe ich unten hin, gestern war Slow Food. Nee, und das Thema Social Media auf Facebook und Instagram ist natürlich auch ein Thema, wo wir unsere Zielgruppe, die jetzt nachwächst und die da in unsere Betriebe kommt, auch natürlich ansprechen müssen, ganz klar. Die wollen über Social Media angesprochen werden, die müssen über Social Media angesprochen werden und man kann halt über Social Media einfach momentan auch sehr gut messen, was passiert eigentlich, wenn ich das mache. Ne? Das kann man bei Radio nicht, da kann man nicht messen, was bringt die Radiowerbung. Bei Social Media kann man relativ gut messen, was diese Werbung oder dieses Invest dann gebracht hat. Also Interaktionsrate, checken, ja. Wie viele Leute haben geklickt, Likes, wie viele haben Leider teilen, genommen, wie viele Hashtags habe ich bekommen und sowas. Wer dazu ein bisschen mehr hören möchte, der kann sich einfach die letzte Folge anhören, weil da haben wir das thematisiert und auch, dass die Leute, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer da was für sich mitnehmen können, ne? Wie wichtig dieses Instrument ist und wie viel oder wie wenig Einsatz dazu notwendig ist. Ja, es sind wirklich Fälle, die sich verdoppelt haben im letzten halben, dreiviertel Jahr. Mhm. Und das sind die Gäste von morgen. Es sind teilweise Gäste von heute und das werden die Gäste von morgen. Die werden nicht mehr gucken, www irgendwas, sondern die checken zuerst, wenn ich meinen Sohn erst Salzen, der checkt zuerst, was geht bei Insta ab. Ja. Das ist so. Und kann man gut finden oder nicht, aber es ist halt ein schnelles Marketinginstrument. Ja. Meine Damen und Herren, hier ist der MKN Küchenschnack, der Podcast der Branche. Und jetzt kommt wieder eure Lieblingskategorie. Ladies and Gentlemen, 10 Fragen, 10 Antworten. Ergänzung, heute haben wir ein Rock-Special eingebaut. Heute stellen wir nicht die Standardfragen, sondern heute kommt ein Rock-Special. Deshalb, die erste Frage geht an Bob. Das war mein erstes Konzert. Tote Hosen. Wo? In der Sporthalle Augsburg. Wann? 1786 oder so. 1786. Also wir machen ja auch Konzerte, denn die Sporthalle ist eigentlich eine tolle Location mit 3000 Zuschauern. Wir wollten auch eine Band buchen, da bin ich in die Stadt rein, erst vor 5 Jahren, also lang nach dem Konzert. Dann habe ich zum Ordnungsamtschef gesagt, ja, ich mag eine Band, wo in Augsburg 3000 Leute zieht, buchen. Und dann habe ich gesagt, ich mag die Stadthalle mieten. Sporthalle mieten. Ja, das geht nicht mehr, da gibt es keine Konzerte. Er sagt, ey, warum? Ich war auf die Toten Hosen da mal. Ja, genau aus diesem Grund gibt es keine Konzerte mehr in der Sporthalle. Die haben das wirklich niedergerissen. Ne? Da war Campino ja noch jung, ist auf die Boxen gestiegen und das war echt ein tolles Erlebnis und mein erstes Konzert. Sauber. Chris, Frage Nummer 2. Punkrock oder Heavy Metal? Punkrock. Frage Nummer 3 an Bob. Led Zeppelin oder Queen? Queen. Frage Nummer 4. Chris, mein bestes Konzert oder Festival? War letztes Jahr Eisbrecher bei Sommer am Kiez. Sensationell gut. Frage Nummer 5. Da bin ich jetzt gespannt. Von dieser Band habe ich mir zuletzt eine Vinyl oder CD gekauft? Gekauft. Naja, nicht geklaut, schon gekauft. Nee, Krieger,
Boah, also CDs habe ich mehrere zugeschickt bekommen letzte Zeit, aber gekauft. Hörst du noch CDs oder Vinyl an oder ist Spotify Alles macht's einfacher? mal, genau, Also alles. letzte Scheibe war irgendwie 96 von Modern Talking oder so, oder? Nee, das habe ich damals nicht gehört. Opa. Ich denke, ich kann es sagen, weißt du, weil die Zeit, wo die Broilers groß worden sind, die Ding hat man gekauft, die Santa Santa Matte Live, Muerte. die Live-Tapes. Ja. Das wird wahrscheinlich Chemie, ne? Aber ich habe auch gar keine CD-Player mehr, das fängt jetzt im Steuern an. Ich höre nur noch digital Musik, ne? Ja. Frage Nummer 6, Chris. Dieser bereits verstorbenen Rock-Ikone hätte ich gerne mal beim Live-Konzert zugehört. Lenny. Lenny Kilmister. Ja. Naja, dann machst Bin du ich bei mal. dir? Frage Nummer 7. Bei diesem Song bin ich textsicher. Viele, also wie gesagt, also, wenn ich Wenn man betrunken so. bin, kann ich ganz viel mit grölen, ne? Nüchtern eigentlich gar nicht. Zeit bleibt stehen von dritte Wahl. Aber sag es gar nicht, ich muss es vorsingen. Ne? Das meine ich, und 9 Uhr nicht. Warum nicht? Olli, pass auf, jetzt muss ich ein kurzes Break machen. Olli ist ja Sänger. Ne? Olli ist Sänger in einer Band, nennt sich Murphy's Law. Jetzt tue ich dich mal ein bisschen spoilern hier. Ist eine Rock-Coverband, darf man sagen. Ne? Und er stellt sich immer ein bisschen unter den Scheffel. Er hat eine mega geile Stimme. Und die machen eine mega geile Show. Ne? You never know what happened. Ne? Ihr hattet ja auch schon mal ein Auswärtsspiel. Ne? Ihr hattet ja auch schon Oh mal ein ja. Auswärtsspiel. In Schleswig oben ist Murphy's Law definitiv eine Nummer. Frage Nummer 8. An diesem Standort würdest du von einem Bob-Restaurant träumen? Oh, das darf Bob jetzt nicht hören, Berlin. Ja, warum nicht? Da passt es hin. Sage ich euch so, wie es ist. Berlin ist so meine Oase. Ne? Ich habe gesagt, ich mache überall in Deutschland ein Lokal auf, aber nicht in Berlin, weil ich habe da eine Wohnung. Ich versuche zu pendeln zwischen Augsburg und Berlin. Und ich mag nichts, wenn ich in Berlin da schön beim Feiern bin, dass mir einer anruft: Cola ist aus. Cola ist aus, Pissbecken ist verstopft oder Ja. Pizzabäcker nicht zur Arbeit gekommen. Ne? Auf das kann ich gut verzichten in Berlin. Bob, auch noch eine Essensfrage an dich. Was ist dir lieber, Pizza oder Burger? Pizza. Frage Nummer 10 und letzte Frage. Diese Band hat meinen Musikgeschmack geprägt, Chris. Mein Vater. Mein Vater ist Opernsänger und war sehr opernaffin die ersten Jahre meines Lebens und das hat mich sehr geprägt. Gehst du noch ab und zu hin, Ja, oder? ja. Chris, der Papa ist der älteste Tenor an der Bayerischen Staatsoper. Spielt noch? Ja. Letztes Jahr. Der geht in den Ruhestand dieses Sensationell. Jahr. Sensationell. Ja, so ist der Unglück. Was auch die Frage beantwortet, ja, aber ja, da muss ich jetzt fragen. Und dann bist du aber zur Rockmusik gewechselt oder Ich höre alles, du ne? Ich hörst bin alles. da echt schmerzfrei. Und alles, was gute Ja. Musik ist, und ich bin eben mit Musik groß geworden und alles, was gute Musik ist, macht Spaß anzuhören und hat irgendwie für jede Lebenslage und für jeden Moment gibt es ja irgendwie eine Musik. Ne? Und deswegen höre ich alles. Interessant. Und wenn dein Papa mal in den Bobs geht, sagt er dann um Gottes Willen Nein, oder? überhaupt nicht. Der Nein. ist genauso. Der Sehr ist da cool. auch sehr offen für alles. Dann würde ich Ja. sagen, kleine kurze Schlussstatement. Danke, das war definitiv der coolste Podcast bis jetzt, kann man so stehen lassen. Und wir möchten euch natürlich nochmal die Gelegenheit bieten, wo können die Zuhörerinnen, Gäste, zukünftige Gäste, bestehende Gäste, Fans, wo könnt ihr euch finden? Wie heißt eure Seite? Wie heißt eure Website? Einfach www.mein-bobs.de. Einfach unsere Filialen anschauen, unseren Social Media Kanälen folgen und Augsburg, München, Ingolstadt, Fürth ist schon erschlossen. Wir arbeiten daran, dass wir weiterkommen und am besten immer über die Homepage informieren. Da sind auch die neuen Standorte dann immer angegeben. Genau. Bei Instagram findet man es unter Bobs Gastro. Genau. Ne? Also wenn man Bobs Gastro eingibt, findet man es direkt bei Instagram und bei Facebook. Genau. Und wenn man mir ein Bierchen trinken will, ne, der soll sich im Sommer am Kiez-Ticket kaufen. Ich bin immer am ersten Bierstand, stehe da und Genau. freue mich über jeden, wo mich da ein bisschen anquatscht und ein bisschen mit mir da meine Mucke hört. Oder vielleicht am 30.04. oder 1.05. am MKN-Stand auf der Internorga sind wir nämlich auch da.
Seid ihr da? Ja, wir sind auf der Internorga. Hätten wir das gewusst, hätten wir jetzt unseren ersten Podcast auf der Internorga gehabt. Ne? Aber dann machen wir noch was drauf. Aber Moment, meine Herren, da freue ich mich drauf. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Das hättet ihr jetzt nicht sagen dürfen. Ja. Das ist sehr schön. Ich sage für jetzt und heute vielen Dank für eure Zeit. Wir sagen danke, ja. Wir werden euch folgen, wir werden euch beobachten und mein Gefühl sagt, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Cool. Hm. Olli, das Abschlussstatement von dir? Ja, erstmal sage ich jetzt ja bis morgen auf der Internorga. Genau. Freue mich drauf, wir sehen uns ja schon morgen wieder. Und ja, Leute, hat Spaß gebracht. Vielen, vielen Dank und auch dir, Tom, dass du das da alles so schön aufgestellt hast. Sieht gut aus. Schöne T-Shirts. Hat Spaß gemacht. Bleibt kulinarisch. Ciao sagt der Chris, der Bob, der Tom und Olli. Servus.